dass Viva Westfalia im Einritt steht. Dorine, interimo adabare Dorine, ameno, ameno, latiremo Dorine. Zuberstammendorf gekürt. Im Besitz von Andreas Busacker und Wilhelm Rollenbrink. Vater Vitalis gab ja bereits ein züchterisches Debüt hier in Westfalen. Zweijähriger der Einsatz. Das macht ihm gleich mehrere Auktionspreisspitzen, erfolgreiche Bundeschampionatsteilnehmer und bisher 9. Ich glaube inzwischen 11 gekürte Söhne, etliche Prämienängste, darunter meine sehr verehrten Damen und Herren. Er ist ja inzwischen wieder zurück im Nachbarzuchtgebiet bei Paul Schockemühle, der Vater Vitalis. Und wir haben hier mit dem 5-jährigen Viva Westfalia natürlich einen hochinteressanten Mutterstamm dahinter. Freestyle, eine Tochter des Fürst Heinrich, der ja selbst Weltmeister der jungen Dressurpferde war und dann viel zu früh von der züchterischen Bühne abtreten musste als Sohn des Florestan. Die zweite Mutter, die Charisma, war ja selbst Siegerstute in Westfalen, meine Damen und Herren, diese Tochter des Anglo-Abras Charmant. Und ich denke, hier haben wir einen allerfeinst modellierten Leistungsstamm im Hintergrund. Sehr schön jetzt hier, fein vorgestellt von Johanna. Dieser edel aufgemachte. Westfalia. Rundgangart, allerfalls Galopp, wunderschön aufwärts vorgetragen. Auch hier mit tollem Hinterbein ausgestattet. Ganz leicht, ganz fein an der Hand. Man sieht immer wieder wunderschön, wie Johanna die Hand Richtung Pferdemaul bringt, dass das Pferd ans Gebiss herantreten kann. Gelassen, cool. Das ist es eben. Wenn man 3 tolle Grundgangarten hat, dann kann man auch 3 tolle Grundgangarten mit Stolz vortragen. Fünfjährig, noch voll in der Entwicklung stehend, meine Damen und Herren. Schaut mal hier, was er für eine Versammlungsmöglichkeit mitbringt. Wunderbar. Auch das können wir Ihnen nur im Ansatz zeigen. Er ist gerade 5-jährig und weiß so fein, sich hier in Szene zu setzen. Viva Westfalia. Das Pferde längst gewonnen. Die beiden sind auf einem tollen Weg. Ich denke, spätestens wenn die Sonne hoch am Himmel steht und die Turniere draußen stattfinden werden, werden wir auch in Dressurpferdeprüfungen der Klasse L erfolgreich sehen. Diesen Vitalis Fürst Heinrich Charmantensohn. Thank you.
Messiah an einer Hand. Wunderbar. Danke, Johanna. Danke für die Präsentation dieses Jahres.